Gerade mal so nebenbei. Ah, Clive. Hast du dich gut eingelebt? Ich gewöhne mich langsam dran. Das freut mich zu hören. Ich hatte gehofft, dich dazu überreden zu können, mir wieder behilflich zu sein. Natürlich wirst du für deine Arbeit belohnt. Ist dir wohl üblich, wie ich bemerkt habe. Wir wollen besser sein als die, denen wir dienten. Ich glaube nicht. Zur eigentlichen Aufgabe. Ich brauche ein paar helfende Hände, um einigen Gefährten ihre wohlverdiente Mahlzeit zu bringen. Schon wieder Essen bringen? Für drei emsige Gesellen. Was sagst du? Ich helfe gern. Wunderbar. Die drei tummeln sich hier im Versteck und haben sicherlich schon sehr großen Hunger. Du findest einen beim Eingang, einen im Quartier und der dritte bewacht den Kerker. Danke nochmals, Clive. Also ich muss sagen, das ist ja nicht gerade wirklich eine Herausforderung, ständig den Essen zu bringen. Nö, die werden auch angezeigt. Sind einfach zu wenige, um jeder Spur nachzugehen. Was gäbe ich nicht für ein paar Mickelbeeren? Kann ich dir helfen? Kenneth schickt mich. Essensverteiler Pichu. Ah, wunderbar. Hast du gehört? Unser Essen ist hier. Hast du immer noch keinen Appetit? Ist er krank? Ich fürchte ja. Diejenigen, die nicht mehr die volle Aufmerksamkeit eines Heilers benötigen, können sich hier ausruhen. Ich betreue die, die sich nicht selbst versorgen können. Wodurch mir wenig Zeit für andere Dinge bleibt. Aber zum Glück kann ich mich auf Kenneth verlassen. Ohne die Hilfe von guten Menschen wie ihm und dir wäre ich verloren. Dankeschön. Komm, du musst essen, um gesund zu werden. Macht einen auf Picharando. So schnell zurück? Lust auf ein weiteres Nickerchen da drin? Kenneth schickt mich. Er meinte, du hast Hunger. Ein einfaches, aber reichhaltiges Gericht aus gekochten Eiern und Dinkelbrot, liebevoll zubereitet vom hauseigenen Koch des Verstecks. Das duftet nur und nicht nur einmal. Gutes Gespür. Mein Magen knurrt so laut, da würden selbst Karls Reis ausnehmen. Der Dienst hier unten ist sicher nicht einfach. Nein, aber manche Leute müssen eingesperrt werden und jemand muss auf sie aufpassen. Dank mir können andere ruhig schlafen und darauf bin ich ziemlich stolz. Bleib in Zukunft auf der richtigen Seite der Gitterstäbe, hörst du? Picharando ist ausgebucht. Du musst bei Barcharando bestellen. So, und wir gucken jetzt auch gleich mal, ob das auf der Karte irgendwie angezeigt wird. Auf der Weltkarte, meine ich. Also, es wird auf der Weltkarte angezeigt. Hier sind so kleine Pünktchen. Aber jetzt so großartig. Naja. Kleiner Tipp, nicht bei Barcharando, die Pizzen sind alle lapsch und nass. Gut, dann solltest du nach jedem Hauptquest mal checken, um nichts zu verpassen. Ja. Das duftet aber lecker. Ist das für mich? Ist es. Grüße aus der Küche. Oh, vielen Dank. Diese Vögel sind sehr bedürftig. Sie nehmen es mir übel, wenn ich mich zum Schokomoppel verdrücke. Schokomoppel! Du musst viel zu tun haben. Ach, ich habe nie meine Ruhe. Ist wahrscheinlich das Beste, wenn ich hier esse, so wie ich nach Stall stinke. Da vergeht noch allen der Appetit.
Und für meine Lieblinge hier ist mir selbst die Zeit zum Waschen und Anziehen zu schade. Also, danke fürs Essen. Und richte Kenneth meine Grüße aus. Das sollten alle sein. Zurück zu Kenneth. Oh, die sind süß. Kriege ich eigentlich auch als Pichu einen Schokomoppel? Das ist ein Baby-Schokomoppel. Noch ganz klein. Ah, da bist du ja. Fertig? Wunderbar. Hier, deine Belohnung. Wie vereinbart. Yay, ein Schokomoppel. Es ist wirklich besonders hier. Jeder hat seinen Platz. Darauf sind wir stolz, glaub mir. Aber es freut mich, das von dir zu hören. Natürlich hast auch du deinen Platz, wie du gerade gekonnt bewiesen hast. Und du wirst hier immer einen Platz haben, wenn du es wünschst. Danke für deine Worte. Nichts zu danken. Jeder von uns würde das bestätigen. In unsere kleine Gemeinschaft wirst du sicher noch viel einbringen. Auftrag abgeschlossen. Kann für Geld verkauft werden. Warum nicht? Aber Schokomoppe. So, wo war noch ein Quest da hinten? Es sind ein halbes Dutzend, vielleicht auch mehr. Alter, du Arsch. Moki, was ist los? Guck mal gleich. Hey, Neuling. Ich brauche Hilfe. Und wobei? Meine Assistentin. Sie holt Bodenproben. Nur hätte sie längst zurück sein sollen. Es ist nicht auszudenken, was alles geschehen sein könnte. Bitte, ich flehe dich an. Siehst du bitte nach? Ich halte das nicht aus. Ist gut. Ich gehe. Meinen Dank. Wirklich. Das wirst du nicht bereuen, glaub mir. Wo soll ich denn suchen? Gultons Hof. Er liegt am Rande von Kielbrück. Für eine unbegleitete Trägerin ist es gefährlich. Doch der Boden ist sensationell. Jetzt geh. Du musst dich beeilen. Es könnte schon zu spät sein. Würde es dir gefallen, ständig die Federn voll gepustet zu bekommen? Alter. Ah. Okay. Lichting. Aber Barschi, zu spät. Ich hab schon einen Schokomappel. Mensch, ich hänge fest. Und wer macht dann das voll geknabberte Gefieder wieder sauber? Na, ich. Und schon. Nicht zu nah dran. Das war's. Leg wohl. Schön in die Weinreben rein. Das war geil. Bist du verletzt? Dank dir zum Glück nur leicht. Hey, ich hab dich im Versteck gesehen. Du bist neu, oder? Ich heiße Clive.
Und ich Martell. Aber was machst du hier? Dich suchen. Das hier ist eine gefährliche Gegend. Habe ich gemerkt. Aber irgendwer muss die Proben ja sammeln. Dann übernehme ich das für dich. Und du kehrst schon mal zurück. Nur müsstest du mir sagen, was genau du brauchst. Das würdest du für mich tun? Nach dem Schrecken eben sage ich ganz sicher nicht nein. Die Erde, die wir brauchen, ist sehr dunkel. Sie riecht markant. Und ist feuchter. Aha. Riecht also markant. Gut. Das ist ein Schuck. Und beeil dich. Bohumil ist so besorgt, dass er sonst selbst nach dir suchen geht. Ach komm, das glaube ich nicht. Aber ich bin schon weg. Danke. Das ist ein Schuckemopper, der ist sehr reinlich, mit Pichu-Garantie. Aber bei dem Knatterpüpfen wird jedes Gefieder brüchig. Führe ich mal im Boden herum. Hallo. Markant riechende feuchte Erde. Oh ja, ein Schokowein. Oh. Das sollte reichen. Schokowein. Bist du ja. Und? Hast du sie gefunden? Sie steht hinter dir. Ja, da steht sie doch. Doch nicht sie. Ach so. Die Erde. Hast du welche? Ach so. Ja. Ja. Großartig. Als Martell mit leeren Händen ankam, war ich schockiert. Doch jetzt kann ich endlich weiterforschen. Zunächst kommen die Messungen. Ich muss genau wissen, wie viel Äther jede Probe enthält. Und dann kann ich... Es ging dir nur um die Proben? Es ging nicht um mich. Tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber das Einzige, was ihn interessiert, ist die Forschung. Wow. Ist nicht tragisch. So ist er eben. Und ihm haben wir zu verdanken, dass hier überhaupt was wächst. Dafür sind wir ihm dankbar. Aber du solltest entschädigt werden. Sicher hat er dir nichts gegeben, oder? Oh, hier. Ich weiß, es ist nicht viel, aber besser als nichts. Das ist die liebe, sehr, sehr liebe Variante von Hojo. Ich würde dir gerne auch Obst geben, aber es schmeckt noch nicht so gut. Also, falls du warten kannst, bis wir etwas Vorzeigbares haben, darfst du zuerst. Ich hätte ja jetzt gefeiert, wenn sie jetzt einen Baum hätten, wo hier diese Äpfel dranhängen aus Gonga. Nee, war das Gongaga? Mit den Äpfeln, wie hießen die denn? Banora, nee, nicht genau, Banora war das, nicht Gongaga, Banora. Genau. Naja, wer weiß. Was willst du hier? Mich verabschieden. Alter. Wir gehen. Gute Entscheidung. Besser als da draußen begraben zu liegen. Du hast dieser Frau viel zu verdanken, Junge. Ich weiß. Glaub mir. Gut. Kommen wir zum Geschäft. Hab neue Ware, die du dir mal ansehen solltest. Ja, aber ein cooles Easter Egg, siehst du? Das wäre richtig geil gewesen. Gaia.
erstmal ganz kurz verkaufen. Wir hatten nämlich. Genau deswegen. Wo soll denn? Naja. Hast du noch irgendwas? Kann für Geld verkauft werden. Das haben wir auch. Das bekomme ich schon an den Mann. Ja, ich auch irgendwie so in der Richtung. Ja, komm. Ich hoffe, du hast es passend. Nee. Ja, also passend habe ich es auf jeden Fall, aber. Und viel Glück. Einfach kaufen, weil Name, ich sollte mich noch bei Gerf bedanken. Meine Lieben, wünsche euch noch viel Spaß. Alles klar, los, Barsch, danke, dass du da warst. Rufst du morgen an? Willst du was schmieden? So, das könnte ich jetzt verstärken. Mach mal auf. Pass gut drauf auf, ja? Du kannst ruhig anrufen, wenn du anrufst. Also, wenn du anrufen willst, meine ich. Schon besser. Kannst mir später danken. Du willst uns also echt verlassen? Wir haben noch etwas in Rosaria zu erledigen. Aber. Erinnerungen hoch. Hm? Rosaria ist nicht mehr, was es war, Clive, seit die Kaiserlichen die Macht übernommen haben. Bei Schwierigkeiten besucht ihr am besten Marthas Rast und fragt nach der Wirtin. Eine alte Verbündete. Sagt, ihr kommt von Sid und sie wird euch helfen. Verstanden. Danke, Gav. Was täte ich ohne dich? Ach, ist doch nicht der Rede wert. Sowas versteht sich von selbst. Der hat Angst vor ihm, oder? Pass auf dich auf, hörst du? Oh, ich kann sowas nicht. Wo ist Sid, wenn man ihn braucht? Grüß ihn von mir, wenn er zurück ist. Werd ich. Danke fürs Warten. Bereit, Milady? Bereit. Der hat Angst vor ihm. Ja, gut, ist verständlich, ne? Sieht richtig schnieke aus. So, ihr Lieben, und bevor es dahin geht, machen wir nochmal eine ganz kurze Pause. Und dann bin ich gleich wieder da. Hol dich noch was zu trinken und was zu essen. Und dann geht's gleich weiter. Bis gleich.
So, und da bin ich auch schon wieder. Hier, Lichti, das machst du aber sauber mit dem Popcorn, ne? So, Drillingsschilf. Steigendes Grundwasser hat den einst fruchtbaren Ackerboden in ein sumpfiges Paradies für Ekel und Mölche verwandelt. Doch, das machst du sauber. Oh, wow. Rosaria. Ganze 13 Jahre. Aber die Luft und der Duft der Wiesen haben sich nicht verändert. Du warst auch nie wieder hier? Ich konnte nicht. In der kaiserlichen Armee mussten wir Träger füreinander bürgen. Ich hätte nicht nur mein Leben riskiert. Raus durfte ich nur auf Befehl. Verstehe. Aber ich hatte auch Angst. Angst, zurückzukommen. Ich weiß. Aber nicht mehr. Dank dir. Das sieht voll schön aus, jetzt mal ohne Witz. Lass uns weiter. Die Rückkehr. Das auf dem Hügel muss Marthas Rast sein. Die Wirtin ist wohl eingeweiht. Auf alle Gäste wird das nicht zutreffen. Mein Brandmal könnte einigen ein Dorn im Auge sein. Falls jemand fragt, ich bin ein Trägersoldat und beschütze meine edle Herrin auf ihrer Reise. Ho, ho, ho. Ne, mit dem legen wir uns jetzt mal nicht an. Und da ist eine Quest. Oh mein Gott. Da ist eine Quest. Der Aquädukt ist nie fertig geworden. Nach der Tragödie am Phönix-Tor hatte man wohl andere Sorgen. Und das sind Chocobos. Hey, komm und hilf mir mal. Güda, kannst du mir hier mal kurz zur Hand gehen? Toll, ein verdammter Träger. Und ich dachte, ich hätte Glück im Unglück. Egal, lieber ein Bruchstück als gar kein Kristall, sag ich. Wobei ich ungern den Träger eines anderen benutze. Hey, kannst du mich hören? Du sollst helfen. Diese blöden Vögel haben meinen Wagen umgeworfen, weil sie an die Ladung wollten. Dabei war ich schon spät dran. Ich hätte eine Lieferung, die wirklich dringend ist. Aber ich kann hier jetzt auf keinen Fall weg. Könntest du das vielleicht schnell zu Marthas Rast bringen? Es eilt wirklich sehr. Machen wir, oder? Schön. Gute Einstellung. Also, hier. Gib es nur dem Stallmeister und niemandem sonst. Er schuldet mir etwas dafür. Wenn du es bekommen hast, gib es deinem Herrn als Dank von mir. Jetzt aber los. Und keine Umwege, hast du mich verstanden? Soll ich mal ganz kurz gucken, wo das ist? Ja, stimmt, wir müssen eh in die Richtung. Von daher... Oh, hallo. Ihr kleinen Schokobos.
Was sind das denn für... Da wären wir. Marthas Rast. Das ist doch einer unserer Träger. Verhaften wir ihn? Der gehört nicht zu uns. Zieh hin. Lass seine Herren. Oh Gott, dann ist sie dabei. Ich glaube. Bist du der Stallmeister? Ich soll dir das hier bringen. Verschlossene Kiste. Das ist für mich, genau. Ich verstehe aber nicht, warum es mir ein Träger bringt. Wo steckt der Tropf von einem Krämer? Er konnte nicht kommen. Sein Wagen ist umzingelt von wilden Schokobos. Ha, das klingt nach ihm. Ich wette, der Wagen ist voll mit Gisakraut. Bestimmt überladen. Gisakraut? Chocobos sind verrückt danach. Wenn man das Zeug nicht gut verpackt, riechen sie es und kommen von überall her angelaufen. Oh. Allerdings kann es auch eine gute Investition sein, besonders hierzulande. Nur nicht gierig werden. Das lernt unser Freund nun auf die harte Tour. Naja, ich habe meine Ware und nur das zählt. Richte deinem Herrn meine Grüße aus. Auftrag abgeschlossen. Wir gucken nochmal. Gucken nochmal ganz kurz, aber das scheint womöglich wirklich der einzige Nebenquest gewesen zu sein. Okay. Gutes Mädchen, jetzt ruh dich erstmal aus. Ich finde die so süß. Mal was nachkommen, er hat. Das ist leider das Problem. Dieser Tage muss man damit rechnen, auf der eigenen Türschwelle von denen. Ah, das sieht schön aus hier. Wow. Da unten ist da unten liegt was und da liegt auch was. Gibt bestimmt ein Game Plus danach. Da gehen wir bestimmt nochmal hier hin. Uns wirklich helfen wird. Das werden wir gleich wissen. Lass einfach alles stehen, was nach Eastpool soll. Das bringen wir rüber, wenn die Brücke wieder geflickt ist. Boah, die Musik fällt mir jedes Mal besser. Das ist echt toll. Da haben sie aber eine schöne Ernte hier. Mal ganz ehrlich, das würdest du heute nicht mehr hinkriegen. So große Köpfe, Salatköpfe kriegst du heute nicht mehr hin. Und wenn er nur übelst mit Pestiziden verseucht. Bei euch? Echt? Mehr Kristalle bekommen wir also als gleichberechtigte Provinz nicht? Also bei uns nicht, kann ich das. Das ist eine Kiste, ne? Entschuldigung. Da gibt es großen Teil aus Österreich natürlich und nicht so viele Pestizide. Ey.
Ohne Witz. Oh, da können wir runter. Bei uns gibt's das hier nicht. Bei uns kriegst du kleine Köpfe und zahlst dich um und dem nicht. Ich verspreche euch, die Brücke wird repariert. Ach so. Okay, wahrscheinlich kommt man erst wirklich erst nach der Story hier hin. Bei uns kosten die auch ungefähr 1,20. Aber das sind so faustgroße Köpfe. Also nicht wirklich groß. Du durftest ja mit deinem Schwert sicher seit Tagen nicht mehr richtig zustechen. Geh zu mir rein. Nicht, dass es noch rostet. Ich zeig dir nur zu gerne, was meine Klinge so alles kann. Nach meinem Dienst. Oh mein Gott, habt ihr gerade das Gespräch zwischen den beiden gehört? Oh mein Gott. Alles klar. Alter, was ist denn? Das ist mehr als zweideutig und Kopfkino und. Oh mein Gott. Weißt du noch, der Aquädukt? Das war gute, ehrliche Arbeit. Damals hatten wir noch recht. Entschuldigung. Bist du die Wirtin dieser Schenke? Erst antwortest du mir. Warum hast du einen kaiserlichen Träger im Schlepptau? Zu meinem Schutz, den ich hoffentlich nicht brauche. Gibt es eine sichere Route in den Westen? Dein Begleiter hat mehr zu befürchten als du. Auch in Rosaria haben es Träger nicht mehr leicht. Selbst für einen starken Mann wie ihn ist größte Vorsicht geboten. Und wenn er verschleppt wird, sieht es für dich nicht besser aus. Dann brauchen wir erst recht eine sichere Route. Gav sagte, du könntest uns helfen. Folgt mir. Ich habe gerade Kopfkino des Todes und ich krieg's nicht weg. Verzeiht den Empfang. Unser Eins kann Fremden gegenüber nicht misstrauisch genug sein. Ich bin Martha, eine alte Freundin von Sid. Er hat mir von einem ganz besonderen Träger erzählt. Das bist dann wohl du. Sagt, wo wollt ihr denn hin? Zum Phönixtor. Wir hoffen, dort Antworten zu finden. Wenn das so ist. Auf der Straße nach Eastpool würdet ihr am wenigsten Soldaten begegnen. Jedenfalls, wenn die Brücke passierbar wäre. Es ist wirklich ärgerlich. Wir warten dringend auf neue Waren. Ich habe unseren Schreiner schon gebeten, sie zu reparieren. Aber er wollte was anderes erledigen und kommt einfach nicht zurück. Denkst du, ihm ist etwas zugestoßen? Ich rede mir ein, dass er nur trödelt. Alles andere will ich mir gar nicht ausmalen. Wir finden ihn. Und bringen ihn sicher zurück. Wir brauchen die Brücke ja auch. Ohne euren Schreiner kommen wir nicht weiter. Ich ahne schon, warum Sid so viel von dir hält. Vielen Dank, ich zähle auf euch. Weißt du, wo der Schreiner sein könnte? Ja, er ist runter ins Sumpfland eine andere Brücke warten. Die am gefallenen Tor. Die Sümpfe waren schon immer gefährlich. Jetzt erst recht. Nehmt die Leiter neben dem Tor. Die führt direkt runter. Schneller geht's kaum. Sein Name ist Bernard. Richtet ihm einfach aus, dass Martha euch schickt. Und wir ihn an der Brücke nach Eastpool brauchen. Runter ins Sumpfland. Suchen wir die Leiter. Huch, Vögel. La
Lass einfach alle stehen. Neben dem Tor. Dann muss das die Leiter sein. Hui! Achso, es geht nicht so runter wie in 7. Schade. Noch weiter runter? So, das ist gerade. Ist egal, was deine Herrin dir befiehlt, dein Schwert. Ah, bleib mir vom Leib! Hörst du das? Ja. Da, unter der Brücke. Schnell. Verdammt! Halte durch, wir kommen! Lehmkrabbe. Ah, ich hab sie zu mir rangezogen. Okay. Gerettet. Aber nicht doch. Du bist doch Bernard, der Schreiner, oder? Das bin ich. Ist mein Name denn etwa schon in aller Munde? Martha hat uns geschickt. Sie hat sich Sorgen um dich gemacht. Mhm. Oh, was für ein Glück. Ich war gerade mit den Pfeilern durch, dreh mich um und diese blubbernden Scherenmonster wollen mich fressen. Wenn ihr nicht aufgetaucht wärt, dann wär ich jetzt Vergangenheit. Jetzt bist du in Sicherheit. Ja, ich sollte zurück und mich bei Martha bedanken. Augenblick. Ich soll dir auch ausrichten, dass du die Brücke nach Eastpool so bald wie möglich reparieren sollst. Ach ja, das hatte ich ihr versprochen und dann völlig vergessen. Wird erledigt. Sofort. Yay, jetzt wird die Brücke repariert. Da, 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 da. Die Pfeiler sind noch intakt. Ich muss eigentlich nur die Streben und Planken ersetzen. Das dauert nicht lang. Danke, Bernard. Wir hatten nämlich vor, nach Eastpool weiterzureisen. Deine Mühen wissen wir zu schätzen. Besonders nach dem Schrecken, den du vorhin bekommen hast. Ich verdanke euch mein Leben. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Lebt wohl, Milady. Du auch, mein Junge. Bist einer von Sid, oder? Ich kenne ihn schon ewig. Nicht so lang wie Martha, aber lang genug. Verstehe. Ich spuck dann mal in die Hände. Sag Martha, dass ich noch lebe. Und die Brücke bald repariert ist. Werden wir. So. Ich verspreche euch, die Brücke wird repariert. Jung, da sind Evil Chicken. Du durftest mit deinem Schwert sicher seit Tagen. Ihr seid zurück. Und Bernard? Habt ihr ihn gefunden? Haben wir. Er lebt. Und er arbeitet auch schon an der Brücke nach Eastpool. Ach, da bin ich aber wirklich erleichtert. Er war tatsächlich in Gefahr. Gut, dass du uns zu ihm geschickt hattest. Die Fäule ist schuld. Sie treibt all die ausgehungerten Kreaturen aus dem Norden zu uns. Alleine kann Bernard nicht mehr da raus. Ich muss ihm Geleitschutz besorgen. Jedenfalls vielen Dank. Mit Gil kann ich mich nicht revanchieren. Aber ruht euch doch hier aus, bis die Brücke fertig ist. Das tun wir gern. Ich frage mich, ob man irgendwie mit der Fäule in Berührung kommt. Möchtet ihr was trinken, während ihr wartet? Ein Krug Kaisergold vielleicht? Dünne Plörre, aber löscht den Durst.
Nein, danke sehr. Ich will lieber reden. Darüber, warum hier so wenig Träger sind. Nee, klingt doch nicht wirklich gut. Früher gab es hier mehr, viel mehr. Waren das die Kaiserlichen? Haben sie sie weggebracht? Was haben sie? Entweder zur Armee oder nach Oriflam. An Drachenkopf wird nicht mehr genug Kristall abgebaut, um den Bedarf zu decken. Und das müssen die Träger ausgleichen. Die Zeiten, in denen wir selbst hier draußen immer genug Splitter zum Leben hatten, sind vorbei. Noch dazu ist ihnen jeder Vorwand recht, um unsere Träger zu beschlagnahmen und irgendwo hinwegzubringen. Ich habe schon lange befürchtet, dass Sandbreck Träger wie Dreck behandelt, aber jetzt weiß ich es mit Gewissheit. Tja. Ah, Thea! Herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs. Hast du den Kleinen nicht mitgebracht? Er war ein Träger. 9 Monate wuchs der Junge in mir heran. Stellt euch das mal vor. Ach, du armes Ding. Hast du ihn den Vorstehern übergeben? Sie haben ihn gleich da behalten, weißt du? Aber das war mir nur recht. Was? Als ich die Wahrheit erfahren habe, da wollte ich ihn keinen Moment länger bei mir haben. Jetzt kannst du ja aufatmen. Zum Glück ist nichts passiert. Mama? Das war doch mein Bruder, oder? Nein. Aber du bekommst bald einen, das verspreche ich dir, mein Schatz. Was? Na gut. Unfassbar, oder nicht? Schon zu Lord Elwins Zeiten hat man auf Träger herabgeblickt. Doch sie waren noch Menschen wie wir. Jetzt tun selbst die Bettler so, als wären sie kaum mehr als Tiere. Ach, Träger in dem Sinne, dass sie die Esper tragen können? Oder wie soll ich das verstehen? Wenn ihr nichts trinkt, könntet ihr das hier zum Kloster bringen? Ein dunkles Grauen plagt diese Welt. Ihr solltet es selbst sehen. Alter. Welches Kloster meinst du denn? St. Glädemont. Es liegt am Rande der Trauerbucht. Der Abt dort ist ein Freund. Sagt, ihr kommt von mir. Dann zeigt er euch, was ihr sehen müsst. In Ordnung. Heilige Scheiße. Weißt du noch, der Aquädukt? Das war gute, ehrliche Arbeit. Was ist denn mit der Menschheit los zum Teufel? Immer schön auf den Fisch richten, ja? Keine Scheu, tretet ruhig näher! Nacken, Schulter, Rippchen, alles frisch. Wie komme ich hier runter? Kann er da nicht weiter ranzoomen, das ist das Problem. Ach so. Oh Gott, oh Gott. Ich wusste, dass man Kinder testet. Dass Träger ein anderes Schicksal erwartet. Aber du wusstest nicht, was das wirklich heißt. Ich auch nicht. Sein eigenes Kind. So zu verabscheuen für etwas, wofür es nichts kann. Behütet im Schloss war uns das alles nicht bewusst. Ist das da hinten ein blauer Schokobo? Also jetzt nicht gerade hier, wo wir gerade hingehen, sondern... Vor allem, das heißt doch nicht gleich, dass das Kind auch wirklich Träger ist.
Also, ne, dass das wirklich diese, die Esper in sich tragen kann, das meinte ich jetzt gerade. Du bist erledigt! So, jetzt würde ich mal ganz kurz... Da hinten, das ist doch ein blauer Schokobo gerade gewesen. Oder? Nee, das ist kein... Ist das ein Schokobo? Oh, okay. Okay, sie hat gerade ihre weiße, ihre Eisesper benutzt. Das war keine Absicht, aber es hat mich angegriffen. So, ihr Lieben, nach entspannt, nach Stunden Zuschauen verabschiede ich mich und wünsche euch noch ein... Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Alles klar, Timeless. Danke, dass du da warst. Wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Erhol dich noch ein bisschen. Und dann komm gut in die neue Woche. Erstmal einsammeln hier. Das Kloster. Ich frage mich, was uns dort erwartet. Finden wir es heraus. Also, es gibt blaue Schokobos. Seid gegrüßt. Das Kloster ist leider nicht für persönliches Gebet geöffnet. Geht mit Gwigor. Wir kommen mit einer Spende von Martha. Verstehe. Dann folgt mir. Bitte. Der hat jetzt gerade so geguckt, als ob er es ablehnen wollte. Ich will nicht sterben. Oh, bitte, Vater. Die Schmerzen. Ich bitte euch. Das Licht, es flackert. Lasst mich nicht allein. Hab keine Angst. Ich bin hier. Wer sind diese Menschen? Marthas Träger. Sie vertraute sie meiner Obhut an, damit ich ihre Leiden lindern möge. Soweit mir dies möglich ist. Sie alle haben nicht mehr lang.
Weiß? Es ist der Fluch. Grausam. Irgendwann ereilt er alle Träger, deren Gabe man ausbeutet. Mit jedem Quäntchen Äther erstarren ihre Körper, bis nur noch Stein und Schmerz bleiben und man sich ihrer entledigt. Weder Martha noch ich vermögen es leider, ihr Schicksal abzuwenden. Wir können ihnen lediglich dabei helfen, die Qualen des Todes irgendwie zu ertragen. Schreite nun mit Zuversicht in eine bessere Welt, wo du das Glück finden wirst, das dir hier verwehrt blieb. Danke, Vater. Ach du Scheiße. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Danke euch für Marthas Spende. Darin ist mehr von ihrer Medizin. Sie schenkt den Trägern ein wenig Frieden vor dem Tod. Das ist mal wirklich ein Final Fantasy für Erwachsene. Holy moly, oh ja. Definitiv. Also das ist echt ein sehr dunkles Final Fantasy. Wenn ihr Martha das nächste Mal seht, dann sagt ihr bitte, dass noch zwei vergangen sind. Heilige Scheiße. Gehen wir zurück zu Marthas Rast. Ja, gehen wir. Ach, kann ich da mit schneller Reise? Geht das? Oh, das geht sogar. Gut. Reiß mal schnell hin, das geht schneller. Alter Fenne. Na, Peaches, bist du bewusst zusammengebrochen? Weißt du noch, der Aquädukt? Ach, zurück! Danke für den Botengang. Wir kommen mit einer Nachricht für dich. Zwei weitere sind vergangen. Verstehe. Kommt mit nach oben. Ja, also so ein Botengang hätte ich jetzt auch nicht gern gehabt, ey. Nun, wisst ihr Bescheid. Im Krieg habe ich viele Träger sterben sehen. Doch niemals so. Und alles nur, weil sie anders geboren wurden. Ihre besondere Gabe kann man ihnen nicht entreißen. Also begnügt man sich stattdessen mit ihrer Menschlichkeit. Es ist ja nicht so, als hätte niemand Mitleid mit ihnen. Doch solange wir nur im Verborgenen Tränen für jene vergießen, deren geschundene und blutende Schuld an uns tragen, ändern wir nichts. Also unterstützt du Sid und seine Leute? Tja, ich helfe, wo ich kann. Mit den Gil, die der Laden hier abwirft, kaufe ich Träger frei. Deshalb hat der Abt von deinen Trägern gesprochen. Ja, sie sind mein Eigentum, dem Gesetz nach. Ich nehme mich derer an, für die es keine Hoffnung mehr gibt. Und alle anderen sind leider ohnehin unbezahlbar für mich. Doch genug der traurigen Worte. Bernard ist fertig mit der Brücke und der Weg nach Eastpool ist frei. Schließlich seid ihr auf der Suche nach Antworten. Ich hoffe, ihr findet sie. Danke. Was ist das nur für ein Final Fantasy, ey? Oh, das hätte ich fast vergessen. Sid und ich haben noch mehr Freunde in Rosaria. Hiermit geben sie sich euch zu erkennen. Die will erhalten einen schlummernden Chocobo. Und meine Tür steht euch jederzeit offen. Oh, holy fuck, is shit, ey. Du hattest
hattest recht, Sid. Sie sind es wirklich. Lord Rossfield und Lady Warwick sind zurückgekehrt. Lang mögen sie bleiben. Auftrag abgeschlossen. Das Los der Träger. Alter, Fenner. Und Stufenaufstieg. Ah, Clive. Oh, wo kommst du denn her? Der Arm. Bist du verletzt? Ja, die Hand. Tut's leider nicht mehr wie früher. Darf's nicht so übertreiben. Ich seh's als Fluch und Auszeichnung meiner wilden und langen Dienstjahre. Oh, Scheiße. Ihr seid nicht hier, um mir beim Packen zu helfen, oder? Leider nicht. Danke, Sid. Für alles. Ich werde euch Hübschen nicht aufhalten. Und solange ihr mir nicht in die Quere kommen wollt, wünsche ich euch das Beste. Sid! Ich kannte mal eine Frau,